Hallo, herzlich willkommen bei Cosmic Scene, heute mit dem wunderbaren Gast Andy Schwab. Er lässt uns teilhaben an seinem bisherigen Leben, wie das alles bei ihm begonnen hat. Und ganz zum Schluss erfahrt ihr auch noch einen tollen Tipp von ihm, wie ihr mehr in die Sensitivität fürs Feinstoffliche kommen könnt. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo Andy, herzlich willkommen bei Cosmic Scene. Hallo Alexander, danke, dass ich da sein darf. Ja, es ist uns ein Vergnügen und vielleicht schaffen wir das in unserem kurzen, bescheidenen Gespräch auch vielleicht neue Dinge über dich zu erfahren, die noch nicht jeder gehört hat. Okay. Und ich frage mich ja auch immer bei jedem Gast, wie ist er zu dem gekommen, was er macht? Und okay, das ist ja bei dir Medium, aber mittlerweile bist du ja auch Lehrer. Das heißt, du gibst dein Wissen weiter. Mhm. Und wie war das beim Andy in der Jugend, vielleicht schon als Kind, ganz früh? Gab es da schon Momente und Situationen, wo du gemerkt hast oder vielleicht erst mal gar nicht gemerkt hast, weil das für dich ja normal war, sehe die Dinge anders? Da habe ich nie darüber nachgedacht, aber ja, ich war schon als Zweijähriger hatte ich erste Erfahrungen außerkörperlich oder von der geistigen Welt, wo ich mich selber gesehen habe, wie ich durch gefährliche Situationen gelaufen bin. Hatte dann, ich weiß nicht wann das war, 3, 4, 5, 6, immer gleichbleibende Visionen. Wollte dann als 7-Jähriger Papst werden, weil ich wusste, ich muss das System von innen reinigen. Habe dann irgendwann gemerkt, dass ich nicht Papst werden kann, weil ich weder katholisch noch schon 70 Jahre alt war. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann irgendwann hat mich dann mal meine Mama gefragt, weil ich von Meditieren geredet habe. Und da war ich wirklich auch, was war ich, Teenager. Dann habe ich gesagt, schau Mama, wenn all das, was wir denken, wir sind, also all meine Attribute, all meine Werte weg ist und das, was dann übrig bleibt, das wird dann schon richtig sein. Ich habe damals nicht verstanden, wovon ich rede. Heute verstehe ich seit vielen Jahren. Und das war so mein Weg und ich war immer auf der spirituellen Schiene. Und Medialität, die ist mir einfach so begegnet, über den Weg gelaufen. Plötzlich waren all meine Freunde, haben von Reinkarnation, von Verstorbenen geredet, von Energien, von Chakras, von Aura. Und ich dachte immer, ja, who cares? Und dann bin ich mal in den Kurs gegangen und dann ging die Post ab. Das war einfach so völlig natürlich, war alles schon da. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Wie alt warst du, als du diesen Kurs besucht hast? Das war Anfang 20. Anfang 20? Ja. Und du hast das einfach erstmal so laufen lassen. Du bist ja, ich merke ja auch von deiner Art und Weise her, du bist da ein sehr direkter, offener Kerl. Mhm. Ja? Dich kratzt da nicht so großartig. Und du hast es dann einfach nebenbei laufen lassen. Hast du da schon irgendwie irgendwelche Leute gehört? Hast du was gesehen? Hast du dich Leuten angenommen und dann hast du denen schon unbewusst vielleicht oder geholfen mit irgendwelchen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich als Jugendlicher immer wieder dabei erwischt, wie ich eine halbe Stunde oder eine Stunde lang über irgendwas referiert hatte und ich hatte keine Ahnung, von was ich geredet habe. Also ich hatte da schon so tranceähnliche Zustände, aber ich habe da nie darüber nachgedacht. Ich fand es einfach lustig. Du hast referiert vor Freunden, vor Bekannten, in der Familie? In Gesprächen mit verschiedenen Leuten. Plötzlich war ich so in einem verändernden Bewusstseinszustand und habe da irgendwelche Sachen erzählt, von denen ich eigentlich nicht groß eine Ahnung hatte. Und habe es nachher auch nicht mehr groß gewusst. Ich wusste einfach, es war lustig. Und ich hatte als Jugendlicher auch sehr viele Stunden, wo ich unterwegs war und plötzlich in einem gesegneten Zustand war und verliebt war in jedes Haus, in jede Pflanze. Alles, was ich gesehen habe, hat mich einfach entzückt, war völlig glücklich darüber. Und da habe ich nicht weiter bewertet, weil ich war eigentlich immer ein recht zufriedener Junge schon. Aber als ich dann in die Medialität kam als junger Mann, ich fühlte mich nicht berufen, also ich muss das machen oder irgend so Begabung und all das Zeug, das ist nicht meins. Sondern das war einfach geil. Ja, da plötzlich sieht man Verstorbene, Geistführer, Auras. Ich fand das einfach so geil, dass ich gleich mal innerhalb von 3 Jahren 40 Wochen Unterricht besucht habe. Das ging von der Zeit her und finanziell. Und dann 1997 haben wir auch einfach gleich mal ein Center aufgemacht, weil es finanziell gerade drin lag. Und ich habe nicht groß darüber nachgedacht, sondern ich mache das, was mein Herz erfüllt. Und so hat sich das alles ergeben. Wenn du sagst, zum Beispiel Aura, das frage ich öfters und gerne, ja. Wie kann sich ein Zuseher, der die Aura noch nicht selber gesehen hat, wie kann er sich die vorstellen? Man kann sich das vorstellen, wenn man in der Disco ist, hast doch manchmal so Trockeneis, das von Licht durchflutet wird. Ja. Und dann hat das so wie
Es hat das so wie Farben, aber es ist trotzdem noch durchsichtiger, trotzdem hat es Farben in verschiedenen Schattierungen. Und so ungefähr kann man sich die physische Aura vorstellen, einfach ohne den weißen Teil vom Trockeneis. Und hat die Dichte und die Farben, haben die bestimmte Bedeutungen? Absolut, aber man muss hier auch vorsichtig sein, weil ein Rot, es gibt natürlich hunderte Formen von Rot, oder? Die Dichte, die Tiefe, die Temperatur. Darum bin ich kein Freund davon, pauschal sagen, Rot ist das, Gelb ist das, Blau ist das, sondern da reinzugehen, weil wenn das ein Purpurrot ist, hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn das ein Pink ist oder wenn das ein Feuerwehrrot ist. Da gibt es Unterschiede und da bin ich der Meinung, man sollte jedes Mal ganz frisch drangehen. Wie im richtigen Leben, jeder Tag ist der erste und alles, was vorher war, ist eigentlich Geschichte. Mhm. Das heißt also, deine Lehrmeister, deine Mentoren mussten jetzt gar nicht mehr viel bei dir herausholen oder es war schon viel da, so wie ich das richtig verstanden. Die mussten dich vielleicht noch ein bisschen lenken oder dir eine Richtung geben? Oder? Da gibt es zwei Seiten. In der Medialität, das kam einfach. Ich war immer Vorzeigeschüler, das lief einfach immer. Ich war immer auf der Bühne, wurde protegiert von meinen Lehrern. Das ist die Medialität, die war einfach da. Für die spirituelle Entwicklung, da war ich natürlich genauso stur und uneinsichtig wie alle anderen Menschen auch und da habe ich lange Lehrer gesucht und keinen gefunden. Und als es mir dann egal war, habe ich einen gefunden. Und dann hatte ich so einen richtigen indischen Guru, volles Programm. Und das war die größte Liebe meines Lebens. Das wissen auch meine Partnerin oder meine Partnerin. Und das war der tiefste Eindruck in meinem Leben. Und der hat mich am meisten weitergebracht innerhalb von kürzester Zeit. Weil da war dann wirklich jemand, der war erleuchtet, super erleuchtet. Und nur schon in seiner Präsenz zu sein, war absolut unglaublich. Darf ich fragen, wie der heißt? Das war Paramapadma Dhirananda. Der ist im April 2011 von uns gegangen. Der ist nicht mehr da. Und, aber der Einfluss war einfach gigantisch. Die Wirkung, dass das bei mir hatte. Und das ist auch etwas, vielleicht ist das interessant, das habe ich noch nicht oft erzählt. Wenn man bereit ist, einen richtigen Lehrer zu haben, und das war ich dann, wenn der dann etwas sagt, was meiner Überzeugung widerspricht, dann denkt man nicht darüber nach, wer hat recht, sondern meditiert darüber, bis die zwei Einsichten eins werden. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass auch in der spirituellen Entwicklung, dass wir akzeptieren, dass Widerstand nur im Kopf existiert und nicht im Universum. Mhm. Und wenn wir akzeptieren, dass wir ein Teil des Universums sind und nicht unser Kopf, dann gehen wir auf einen heilvollen Weg der Selbsterkenntnis auf dem Weg zur Erleuchtung. Spannend. Wie würdest du es beschreiben, dass dann beispielsweise der vedische Einfluss dich verändert hat, in welche Richtung er dich gebracht hat? Also die Veden und die Upanishaden, das ist ja die Qualität der Schriften aus dem indischen oder buddhistischen, die haben ja die gleichen Schriften, und der christlichen Schriften ist ja so, dass die Veden und die Upanishaden, die wurden mal geschrieben und die wurden gleich belassen. Und die werden in jedem Zeitalter wieder von Erleuchteten interpretiert und nicht von Studierten, sondern von Erleuchteten. Und in der Bibel, das ist ja eine große Manipulation. Da hat ja jeder so reingeschrieben, was er wollte. Es gibt ja auch 100 Varianten davon. 325 nach Christus. Okay, keine Ahnung. Ja. So genau kenne ich mich da nicht aus. Und darum fand ich auch sehr viel mehr Wahrheit da drin. Und habe dann auch verstanden, was das heißt, Gott zu realisieren, weil mit 22 hatte ich auch wieder so Visionen. Und da wurde mir klar, den Rest des Lebens habe ich ein Ziel, das ist Gott zu realisieren, also die Erleuchtung zu finden. Und alles, was darunter erscheint, dient nur noch diesem Zweck, auch unser Gespräch. Mhm. So, das hört sich jetzt so an, aber dies ist mein Lebensziel. Und ich glaube, eigentlich ist das das Lebensziel eines jeden Menschen. Körper, Geist, Seele. Ja. Und was auch oft in der Branche vergessen wird oder was ich oft sehe, ist das Thema Reichtum, was ja in den Veden eine große Rolle spielt eben. Nicht nur die Erleuchtung, nicht nur der Körper, die Gesundheit, sondern auch Reichtum, um eben seine Message. Oder welcher Reichtum? Ja, natürlich. Materieller Reichtum. Ist natürlich auch auf dieser Welt von Vorteil, wenn man seine Nachricht verbreiten möchte. Ne? Ohne geht es ja dann auch nicht.
Also Jesus war ja, weiß Gott, nicht reich und Buddha hat allen Reichtum abgelehnt. Also ich habe das habe ich so noch nicht gelesen in den indischen Schriften. Aber es ist natürlich so, dass im Theravada-Buddhismus der Weg der Mitte natürlich ganz klar beschrieben wird. Man soll weder zu viel haben noch zu wenig haben, sondern man soll so viel haben, dass man ein gutes Leben führen kann. Aber ich glaube, die ganz großen Religionsgründer und die ganz großen, die extrem bekannten, die hatten keinen Fokus auf Kohle gelegt. Nee, Fokus auch nicht. Nur wenn du jetzt beispielsweise in dieser Welt komplett mittellos wärst und könntest gar nicht deine Akademie leiten, führen und so weiter, dann könntest du ja auch deine Botschaft auch nicht so verbreiten. Ne? Also das ist wieder eine Frage der Kultur. Mhm. Es ist natürlich jetzt in Asien die Kultur des Gebens, also des Danas im Buddhismus oder des Gebens. Das ist natürlich normal, dass man einen Guru unterhält. Also man bringt ihm Essen, man gibt ihm zu Hause. Das ist in der Kultur verankert. Im Westen ist das natürlich nicht so. Mhm. Da muss man natürlich auch eine kommerzielle Seite berücksichtigen, wenn man einen gewissen Erfolg will. Aber das ist für alle spirituellen Arbeiten, oder wie mehr Erfolg du hast oder haben willst, wie mehr musst du dich natürlich auch mit Mitarbeitern, mit Werbung und allem identifizieren, was wieder ein großes Risiko birgt, dass du dich verlierst. Also da muss man schon auch immer eine Balance finden, weil wenn dann der Erfolg oder der finanzielle Druck die größere Motivation wird, ist es auch möglich, dass man von seinem spirituellen Weg, wenn man nicht jetzt mindestens die zweite Stufe der Erleuchtung erreicht hat, wegfällt. Und da gibt es zahllose Beispiele von Leuten, die auf einem guten spirituellen Weg waren und dann das wieder verloren haben, weil sie dachten, ihre Message sei wichtiger als die Präsenz. Mhm. Und da muss man sich auch immer ins richtige Licht setzen. Nichts, was ich hier mache, hat mit mir als Andi zu tun, sondern ich versuche ja hier das Bewusstsein hierher zu bringen. Und das muss man eben das immer von innen heraus, immer mit Wohlwollen, mit Gelassenheit, dem Spiel des Universums etwas mitmachen. Und jetzt, was jetzt gerade so populär ist, ist ja überall dieses Manifestieren. Aber dieses Manifestieren ist aus meiner Sicht auch sehr gefährlich, weil die meisten Wünsche kommen ja aus einem Mangel. Und wenn du einen spirituellen Weg gehst, dann willst du ja das, was ist, gut finden. Und wenn du immer was anderes willst, dann ist ja das, was jetzt ist, nicht gut. Und das birgt seine Gefahren, dass es mehr Unglück bringt. Man hat zwar oberflächlich dann irgendeine Erfüllung, aber man ist dann wie abhängig davon und das ist dann auch nicht befriedigend. Also da muss man immer eine Balance finden. Die Präsenz ist wichtiger, lieber keinen Erfolg und in der Erleuchtung bleiben, als dann viel Erfolg und man wird korrumpiert, weil auch in dieser Branche Macht und Geld korrumpiert und das sieht man tausendfach überall. Wie schaffst du dich da immer in der Balance zu halten? Hast du da Mitspieler? Ich denke nicht darüber nach, ich schaue, was geht und mal ist viel Kohle da, mal ist wenig Kohle da, who cares? Und ich habe auch ein erfülltes Privatleben, also das ist mir schon auch wichtig. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie so ein Jesus-Verschnitt, sondern ich habe das auch gelernt von meinen Lehrern. Mein Guruji, der hat auch Fußball geschaut, hat sich auch mal geärgert, hat gerne gegessen. Ich habe vor allem einen Guru gefunden, der war noch rundlicher als ich, das fand ich auch sympathisch, weil auch das Bild, man muss arm und kasteit und dünn sein als spiritueller Lehrer, das alles Konzepte, bla bla. Ja. Und das ist einfach wichtig, dass man jeden Tag lebt. Und dann schaut, was der Nächste bringt. Man plant zwar, aber man ist jederzeit bereit, alles hinzuschmeißen, weil der nächste Tag ist immer der erste Tag. Jetzt ist immer der erste Tag. Und was in einem halben Jahr ist, ich habe zwar Ferien gebucht und Kurse geplant, aber ich habe keine Ahnung, ob das stattfindet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und da muss man seinen Frieden finden mit. Das ist ja dann auch die spirituelle Entwicklung. Und da kommen wir dann auch zu diesem Satz, es ist eigentlich immer schon alles da. Und das ist ja wichtig, dass wir das verstehen. Als spirituelle Lehrer, wenn man nicht mehr im Kopf ist, nicht mehr im Stress, erkennt man ja, dass das, was da ist, das ist so ein wunderschöner Garten, das ist voller Früchte, voller farbiger Pflanzen, voller Zuversicht, voller Heilung. Und wenn man dann immer irgendwo hin will, dann kriegt man gar nicht mit, dass das, was da ist, schon die Erfüllung ist und dass unsere wahre Natur eigentlich Erfüllung ist und das Hirn da ist zum Überleben und ein Werkzeug und wir sollen das nutzen, das ist ein geiles Werkzeug, auch der Ego ist geil. Aber solange wir es benutzen als Werkzeug, wie unsere Muskeln, und nicht uns benutzen lassen von unseren Prägungen, und das ist halt ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem, dass die fast alle Menschen das Gefühl haben, Befriedigung liegt nur im Kopf. Und das wird jeder irgendwann begreifen, spätestens wenn er gestorben ist. Mhm. Wenn du dann auch, ich habe es ja auf deiner Webseite nachgelesen, beispielsweise in Unternehmen auch eingeladen wirst, um dort feinstoffliche Dinge zu untersuchen.
Wie gehst du daran? Ja, das hört sich jetzt so groß an. Also da kommen Leute zu mir mit ihren Projektplänen, mit ihren Mitarbeiterbewerbungen oder mit irgendwelchen Firmensachen. Und da schaue ich sensitiv rein, ist der geeignet? Das ist wie wenn man eine graphologische Mitarbeiterbeurteilung macht. Oder ich schaue, ob der Partner ehrlich ist, ob der wirklich die Kohle hat, ob das so zusammenspielt. Das ist auch sehr bodenständig, da feinstofflich und all das Zeug mag stimmen. Aber die wollen schlussendlich, gehe ich da mit denen durch ihre Zahlen, durch ihre Projekte, durch ihre Mitarbeiter, durch ihre Gebäude und sage denen, was sie noch nicht sehen oder was da vielleicht noch zu berücksichtigen ist. Und das mache ich eigentlich auch gerne, aber da bin ich auch doppelt so teuer, weil die können sich das leisten, respektive die verdienen ja was damit. Ja. Und das macht schon auch Spaß, also wenn man da solche Sachen machen kann. Aber ich bin auch zurückhaltend. Ich meine, ich gehe jetzt zum Beispiel bei Firmen, schaue ich, was macht der Konkurrent, ist der Mitarbeiter geeignet. Aber ich gehe dann auch nicht tiefer in das Privatleben des potenziellen Mitarbeiters, weil da ist dann auch irgendwann mal Privatsphäre erwünscht. Das auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau hast oder eine Freundin und du willst wissen, wie ist es bei uns, da gehe ich bis zu einem gewissen Punkt, damit ihr voneinander lernen könnt. Aber ich gehe dann nicht darauf rein, ob jetzt deine Frau irgendwelche Sachen macht, die du nicht möchtest. Ich bin jetzt hier mal vorsichtig. Da habe ich dann schon auch gewisse Anstandsgrenzen. Aber ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, war ich viel mit ÖV unterwegs, öffentliche Verkehrsmittel. Die noch funktionieren in der Schweiz. Ja, funktionieren tun sie bei euch ja auch, aber einfach nicht immer. Aber nicht pünktlich. Ja. Aber immer noch besser als in Indien. Ne? Anyway, und dann hat man mich immer gefragt, ob das überhaupt anständig sei, so viele Sachen rauszufinden über die Leute. Dann habe ich gesagt, das willst du. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Nee. Kannst du auch abschalten? Ja, absolut. Nur ganz kurz noch. Aber die Information hängt einfach in der Aura der Leute. Und um deine Frage zu beantworten, wenn ich Kurse gebe und ich gehe mit den Schülern in die Pause oder wir haben Pause, bin ich am wenigsten medial von allen. Weil ich bin dann in meinem Happy Space und der Rest der Welt ist Geschichte. Ich schalte das nur ein, wenn ich arbeite. Ja. Entweder als Berater oder als Lehrer. Kostet das auch immens viel Energie? Nein, früher mal ja. Früher? Aber ich kann heute 10 Jenseitskontakte geben und abends noch eine Demo. Und ich finde es einfach lustig. Mhm. Ja, nee, das braucht keine Energie. Du hast ja auch 2 Bücher, ne? Liebe und Hilfe aus der geistigen Welt. Ja. Und wie kann ich mir das als spiritueller Laie, wie kann ich mir das vorstellen, so, um da mal so ein Bild zu zeichnen, wie die Hilfe herkommt, wo die herkommt, kannst du mir da mal so ein bisschen so ein Bild geben? DHL. Ja? Ja, der kommt immer per DHL oder übers Handy. Ich dachte, die sind schneller. Die sind, gut, ich weiß nicht, wie langsam DHL ist. Also Punkt 1 ist, das wird immer wieder vergessen. Es ist nie die Frage, wie nah ist Gott oder wie nah ist die geistige Welt, sondern es ist immer die Frage, sind wir bei uns und dann kriegen wir das automatisch mit oder sind wir im Kopf, dann kriegen wir das nicht mit. Weil die feinstoffliche Wahrnehmung geht über dein Sein und nicht über dein Hirn. Ja, also das ist der wichtigste Unterschied. Und dann ist es abhängig von deinem Glaubensbild, ob du das zulassen kannst, Inspiration, Intuition. Und die meisten Menschen haben aber auch schon Nahtodeserfahrungen gemacht, Begegnungen mit Verstorbenen gehabt, hatten schon Schicksalsschläge im Leben. Also die meisten Leute glauben an so etwas wie Fügung, Schicksal oder Karma und sind schon bis zu einem gewissen Punkt offen. Und die Herausforderung ist halt, die geistige Welt spricht nicht so mit uns Menschen, wie ich mit dir spreche. Ich kenne ein einziges wirklich objektiv hellhöriges Medium, das die geistige Welt so hört wie du mich. Alles andere ist über Empfindungen, über Bilder, über Wissen, über Geruch, Geschmack etc. Und es ist hilfreich, wenn es geschult wird. Und es ist bei den eigenen Verwandten in der geistigen Welt nochmal eine Herausforderung. Weil ich habe natürlich Vorstellungen von meiner Großmutter, Vorstellungen von meinem Großvater. Und ich kenne die ja eigentlich gar nicht, weil als Kind hat man ja ein sehr subjektives Bild. Also das ist sicher eine Herausforderung. Und wenn man aber übt, einen stillen Geist zu haben, ja, also sei es auch durch Meditieren, sei das auch beim Spazieren, oder alle Menschen haben das sicher schon erlebt, sie gehen spazieren und haben so einen Moment, da tritt das Hirn in den Hintergrund oder das Denken in den Hintergrund und dann kommt die Präsenz da und dann fühlt sich das gut an und sobald man das verstehen will oder was machen will, ist man wieder im Hirn. Also das ist auch eine Trainingsfrage. Und in einer medialen Ausbildung lernt man halt eben, das Hirn im Hintergrund zu lassen und dann hier auszudehnen und zu schauen, was ist da in der Natur, bei den Menschen, in der geistigen Welt. Und
das Problem ist ja auch, dass wir immer denken, das sind zwei Welten. Und das habe ich nie verstanden. Für mich war das immer eine Welt. Sie war durchgängig. Sie war einfach nicht so anfassbar, die andere Welt. Und da ist eine gewisse Offenheit, reicht eigentlich. Und was auch wichtig ist, die geistige Welt hilft allen Menschen. Egal, ob sie daran glauben oder nicht, egal, ob sie das wollen oder nicht. Ich meine, deine Mama hat dich lieb, ob du das willst oder nicht. Ja, und wenn die mal gestorben ist, oder in deinem Fall vielleicht deine Großmutter oder deine Urgroßmutter, die haben dich lieb, ob du das glaubst oder nicht, weil die gehen in die geistige Welt und sehen, wie schwierig das eigentlich war im Leben, oder? Weil das Hirn ist tot, die ganzen Beschränkungen sind weg und sind an einem Ort, wo alles easy ist, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und sehen dann, was sie verursacht haben mit deinen Eltern und mit dir und möchten dann für dich einfach da sein, weil sie dich gern haben. Du hast gesagt, du hast Kinder. Stell dir vor, du kommst in die geistige Welt, da kommt so ein Typ von mir wie ich vorbei und sagt, hey, du kannst mit deinen Kindern reden, dann gibt es zwei Möglichkeiten und sagst, nee, ich bin jetzt tot, ich kann mich nichts mehr an, oder du willst nur für sie da sein und mit ihnen sein. Und es ist sowas von logisch, dass du mit ihnen sein willst, auch wenn du nicht mit ihnen reden kannst, aber du kannst ihnen Energie schicken, Trost spenden, wenn es ihnen nicht gut geht, du kannst, wenn es ihnen gut geht, wenn sie irgendein Diplom abschließen oder ein Kind bekommen, kannst du mit ihnen die Freude teilen, also du bist noch am Leben dabei. Und ich glaube, eben weil du selber Kinder hast, das ist so logisch. Also nur schon Kommunikation mit der geistigen Welt in Frage zu stellen, empfinde ich als höchst dumm. Mhm. Ja, also einfach, wenn man mal über unsere ganz normalen Bedürfnisse nachdenkt. Ja. Ich wollte dich auch noch zum Schluss des Interviews fragen, aber die Frage hast du auch schon teilweise beantwortet wahrscheinlich. Da du ja auch Ausbildung gibst, um die Sensibilität zu erhöhen, du hast jetzt schon Spazieren erwähnt, ja, um sozusagen den Verstand mal wegzulassen und um hier im Jetzt zu sein. Hast du vielleicht für die Zuseher da mal eine praktische Übung, um das Ganze zu sensibilisieren, um das zu trainieren? Um die Feinstofflichkeit besser wahrzunehmen? Ja. Ja, da gibt es zahllose Videos auch im Internet oder auf dem Text. Der wichtigste Punkt ist, dass man es sich erlaubt, dass das sein kann, oder? Weil der Ratio sagt, das kann nicht sein. Ja, dass man irgendeinen Verstorbenen sieht oder einen Schatten sieht oder eine Farbe sieht in der Aura. Der Ratio sagt, das kann nicht sein, das ist komisch, weil das ist ja in unserer Gesellschaft tief verwurzelt. Dass das verboten ist, vor ein paar hundert Jahren wäre ich ja sicher noch gegrillt worden oder verbrannt auf so einem netten Ding oder sonst gevierteilt. Und wenn man sich einfach Zeit nimmt und sich mal zurücknimmt und einfach mal seinen Partner, seine Kinder, seine Eltern versucht wahrzunehmen, ohne dass man dauernd in irgendwelchen emotionalen oder mentalen oder intellektuellen Reaktionen ist. Nur schon, wenn man mal in die Stille kommt und dann einfach mal mitkriegt, was da eigentlich läuft, wenn man nicht die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt ist. Und das kann man mit Verstorbenen machen, aber auch mit Lebenden. Und das ist sowieso eine Empfehlung, die empfehle ich allen Menschen, wenn ihr Partner oder Kinder habt. Nehmt euch mal eine halbe Stunde zurück, übt das mal. Und hört nur zu und reagiert weder mit Mimik, noch mit Gestik, noch akustisch, noch mental, noch emotional, sondern einfach mal zuhören. Und das ist jetzt etwas, das hat die Gesellschaft komplett verlernt. Alle wollen immer nur erzählen und sagen, wie man es richtig macht. Aber übt mal wieder, einfach in der eigenen Familie zuzuhören. Und das ist der erste Schritt, in eine Realität zu kommen, die eben sehr viel realistischer ist als die fiktive Realität, die wir uns alle im Hirn machen. Einfach mal freundlich sein, Zeit nehmen, still sein. Ich finde das einen wunderbaren Takeaway für heute. Mhm. Danke dir für deine... Danke, dass ich da sein durfte. Ja, herzlich willkommen. Sehr, sehr gerne. Und dir alles Gute und danke, dir auch. Noch einen tollen Tag hier. Wunderbar. Danke.